Hallo und herzlich willkommen hier zum Elefantenbad in Zoo Leipzig. Mein Name ist Paul, ich werde die nächsten 10 Minuten was über uns Elefanten erzählen. Das an den Äpfeln lassen Tristan und Emma, die werden jetzt ein bestes Leben mit uns Elefanten ziehen. Also, bei dem Wetter können wir natürlich keine Garantie aussprechen, dass die Elefanten jetzt noch baden gehen und das Wasser mit seinen 12, 13 Grad ist schon relativ kalt. Das ist natürlich auch nicht so schwierig. Ja, damit ihr gleich keiner durcheinander kommt, wer hier eigentlich her ist, über wen ich hier rede, starte ich mal mit einer kurzen Vorstellrunde. Wer von diesen wer gerade zwei Tiere vor sich hat, die haben beide Stoßzähne, das sind unsere beiden Bullen, nämlich Heunau und Hector. Bei den asiatischen Elefanten, da können die Geschlechter sehr, sehr einfach auseinanderhalten, denn nur die Bullen tragen große, gut sichtbare Stoßzähne und die Kühe haben gar keine oder nur so kleine, wie die Tiere zu tun. Der größere von den beiden ist Heunau, ist der größte und schwerste hier oben im Elefantenhaus und gleichzeitig natürlich auch der größte und schwerste im gesamten Zoo. Er ist 22 Jahre alt, ziemlich genau 5 Tonnen, ist über 3 Meter groß und zeigt damit, wie groß ein asiatischer Elefant auch werden kann. Boy ist noch nicht komplett ausgewachsen, so ein Elefant wurde in der letzten bis auf 25, 26 Jahre alt ist, aber jetzt dreht es sich bei ihm wirklich hauptsächlich nur noch ums Gewicht. Die ganze Kopfpartie wird alles noch ein bisschen massiver, Stoßzähne, Rüsselansatz, Ohren, sodass 5,5 Tonnen durchaus realistisches Gewicht für Boy Nam sind. Bullen, die noch ein bisschen größer sind, können sogar bis zu 6 Tonnen schaffen. Ja, Boy selber ist in Leipziger Urgestein, ist in einem alten Haus vor dem Umbau geworden, aufgewachsen, hat dann seine Pubertät, seine Sturm- und Drangphase in Heidelberg verbracht und kam dann nach Leipzig zurück, um hier eben zu züchten und nachzuziehen. Wie man anhand unserer aktuellen Herde sieht, über vier Mädchen, weiß Boy auch, was er tut. Er hat seine Aufgabe auch voll und ganz erfüllt. Deswegen bin ich sehr froh, ihn hier zu haben. Boy ist auch ein sehr, sehr lieber und sozialer Bulle. Wenn wir mit ihm trainieren, ist es überhaupt gar kein Problem. Im Umgang mit dem Kühen und mit dem Mädchen ist er auch sehr, sehr gut, sodass wir noch problemlos den ganzen Tag mit dem Lebensketten auflassen können, wenn unser Haus geschützt wird. Mit 11 Elefanten sind wir einfach an der Kuh. Dazu wollen wir aktuell nicht zugehen, dass wir neben uns im Bulle auch getrennt haben mit dem Kühen. Ist gar nicht weiter tragisch, da kommen dem natürlichen Sozialsystem von Elefanten entgegen. Denn die Herden an sich ist eine reine Mädelsangelegenheit. Die Kühe regeln alles untereinander zusammen mit den Kälbern und die Bullen halten sich einzeln oder in Jungbullengruppen auf und stoßen nur zu den Herden zu, obwohl es um die Paarung geht. Sprich, weder für unsere Kühe noch für den Herden ist das sehr schlimm, um der Konzern zu schieben. Ja, Boy ist ja auch nicht komplett alleine, der hat noch einen WG-Partner gewonnen, nämlich Edgar. Edgar, der ist 8 Jahre alt. Und die sogenannte Jungbulle. Sprich, der kommt jetzt in seine Sturm- und Drangphase, der wird zusehends größer, schwerer, mittlerweile gibt er schon 3 Tonnen, sie sagt auch aus wie ein richtiger Elefant und er will sich jetzt einfach austesten, wozu seine Kräfte reichen. Ist ein Alter, wo die Bullen auch in der Natur die Herde verlassen müssen, weil sie einfach den anderen Herdenmitgliedern auf den Nerv gehen und wie schon gesagt, schließen sich dann mit anderen Bullen zusammen und sind Teil Bullen Nam. Hat für Edgar einen ganz guten Vorteil, der kann sich also mal richtig austesten, der kann gucken, wie weit kann ich gehen, kann ich vielleicht schon 5 Tonnen Elefanten durch die Kante schieben. Und wenn er dabei doch mal zu weit geht, wird er von Boy immer noch gemaßregelt, sodass Edgar all das gerade lernt, was er später mal braucht, wenn er selber in einem anderen Zug zu kommen. Ja, wer sich jetzt fragt, wovon ich die ganze Zeit rede und wer gerade 8 Elefanten vor sich hat, das ist unsere Herde rund um unsere Leitung Kleber. Kleber steht an der Spitze, sie ist ja, über 40 Jahre alt, fast 4 Tonnen und zeigt damit, wie groß ein asiatischer Elefant werden kann. Viel mehr geht dann auch nicht. Kleber kann man daran schon ganz klar erkennen, weil sie die Kugel schon schwerst ist. Aber sie hat auch noch 2 helle symmetrische Sterne hinten auf dem Po. Und das hängt damit zusammen, dass Kleber schon ein Leben vor dem Zoo hatte. Sie wurden noch in Burma in Myanmar als Arbeitselefant geboren und die dortige Brustbrüderin hat ihre Arbeitselefant schon ganz klar nach der Geburt direkt gekennzeichnet. Ich habe natürlich gefragt, warum er das gemacht hat. Die Frage ja wieder nur stärker geworden. Kann sie nicht einfach wiederbringen. Sie wollten noch Arbeit einsetzen im Regenwald und die ausgebildeten Arbeitselefanten einfach nicht mit Wildlebenden verwechseln. Und deswegen gab es ganz klare Erkennungszeichen, zum Beispiel bei Kleber die Beinstärke. Tut ihr auch heute gar nicht mehr weh und Sie als Besucher können auf den ersten Blick sagen, wer hier bei uns die Hosen anhat. Als Leitkuh müsste Kleber in der Natur die Herde anführen, von Futterquelle zu Futterquelle bringen, Wanderrouten einhalten, muss hier und so alles nicht. Futter gibt zu Genüge, hier ist ihre Hauptaufgabe für Ruhe innerhalb der Herde zu sorgen. Man kann es irgendwo nachvollziehen, unsere jüngeren Kühe schielen alle nach oben. Die wollen in der Hierarchie natürlich aufsteigen, keiner will nach unten durchgereicht werden und deswegen gibt es auch immer mal wieder Rangeleien und Streitigkeiten.
Das ist gut, das freut uns als Pfleger auch, denn wir wissen, unseren Elefanten ist ihre Rolle in den Herd bewusst und sie arbeiten daran. Am Ende des Tages kommt dann immer Geber ins Spiel, sie ist die, die Ruhe reinbringt, sodass am Ende des Tages jeder hier seinen Platz hat und jeder hier auch angekommen ist. Das macht Geber auch sehr, sehr gut und wir sind froh, sie bei uns an die Spitze zu haben. Ja, sie lebt hier nicht alleine, sie hat ihre gesamte Familie mitgebracht, nämlich ihre Töchter Tusa und Panther, sowie ihre jüngste Tochter Zaya, sowie ihre beiden Enkelkinder Akito und Barnjot. Wenn ich das schon so erzähle, dann merkt man wirklich, unsere Elefanten, die sind alle irgendwie miteinander verwandt, alles dreht sich um Geber, alles ist eine große Familie. Das ist auch gut so, da wir als Sohn großes Augenmerk drauf legen. Auch in der Natur ist nämlich eine Elefantenherde ein großer Familienverband, der natürlich Generation um Generation handelt. Man hat Mutter, das ist in der Regel die Leitkuh, die lebt dann im Zusammen mit Töchtern, Enkeln und so weiter und so fort. Und wir haben das große Glück, dass wir das in Leipzig hier mit der Käfermarkt zeigen. Als kleiner Bonus quasi obendrauf sind von unseren vier Elefantenkälbern auch drei Weibchen dabei. Weibliche Elefanten bleiben ein Leben lang bei ihrer Mutter und damit ist uns der Herde hier zu Leipzig schon fast über eine und drei Tiere angewachsen. Der Einzige, der früher oder später mal den Herd vom Rund verlassen muss, das ist unser ältestes Kalb, Akito. Der ist daran zu erkennen, unter den Kleinen ist er der größte, über 800 Kilo. Wenn er den Kopf hebt, sieht man schon zwei kleine Stoßzähne, was daran liegt, dass er eben ein kleiner Bulle ist. Sobald Akito dann mal seine Sturm- und Drangphase in die Pubertät kommt, das wird mit 6, 7, 8 Jahren, je nachdem wie er sich anstellt, der Fall sein, wird Kira ihm auch zu verstehen geben, dass er die Herde verlassen muss und eigene Wege zu gehen hat. Bis es soweit ist, werden aber definitiv noch einige Jahre ins Land ziehen, denn Akito ist gerade 2 Jahre alt und darf die nächsten Jahre als definitiv auch noch bei uns bleiben. Warum bieten wir eigentlich das Elefantenbaden hier bei uns im Zoo an? Wir halten in Leipzig asiatische Elefanten, das sind die mit den kleinen Ohren, die der Name schon vermuten lässt, kommen die aus den Wäldern und Regenwäldern Süd- und Südostasiens. Typisch für diese Lebensräume ist zum einen natürlich ein sehr warmes Klima, aber auch immer irgendwo feuchtes Klima. Sprich, mit permanenter Luftfeuchtigkeit, täglicher Regen, feste Regenzeiten im Jahresverlauf oder auch einfach ganz viele große Flüsse und Seen aus dem Malaya, wie zum Beispiel der Mekong, die die Landschaft prägen. Ein Elefant muss sein Leben lang immer wieder mit Wasser zurechtkommen. Das ist hier das richtig gut können sein, denn gerade hier bei dem Wetter, den Elefanten haben mit dem Wasser überhaupt gar keine Bewegungsängste. Es sind sehr gute und ausgiebige Schwimmer, lange Strecken sind überhaupt gar kein Problem. Elefanten können prima tauchen, gerade bei unseren Jugendlichen sieht man manchmal nur noch den Rüssel rausgucken, das funktioniert dann quasi wie ein Schnorchel und selbst die Kleinsten und Kälber können direkt von Geburt an schwimmen. Heißt, wir kommen mit dem Baden hier im Zoo dem natürlichen Verhalten von unseren Tieren entgegen. Man sieht auch gerade, das ganze Prozedere beruht alles auf freiwilliger Basis. Die Elefanten, die jetzt gern baden gehen möchten, können das natürlich gern machen. Und die sagen, nein, absolut kein Interesse, müssen das nicht, ist bei uns alles unseren Elefanten überlassen. Man muss auch dazu sagen, unsere Tiere haben den ganzen Tag über immer wieder Zugang zu den Badebecken, sodass unsere Elefanten auch komplett frei wählen können, wann, wo, wie, mit wem sie baden gehen, ist bei uns alles Elefantensache. Um jetzt trotzdem ein bisschen die Chancen zu steigern, dass sie nicht alle umsonst stehen und alle das Vergnügen haben, badende Elefanten zu sehen, haben wir einfach ein bisschen Obst im Gepäck, denn Äpfel, Bananen und Co. stehen bei unseren Elefanten sehr, sehr hoch im Kurs und selbst die Kleinsten wissen schon, dass das schön süß schmeckt und dass man dafür auch mal direkt ins Badebecken rennen kann. Nur mit Äpfeln würden wir unsere Tiere aber natürlich noch nicht satt kriegen, dazu brauchst du eine ganze Menge mehr. Hier jetzt mal ein paar Zahlen zu nennen. Eine unserer Kühe frisst ungefähr 120 Kilo Futter pro Tag, einer unserer Bullen ungefähr 150 Kilo. Wir halten aktuell 11 Tiere, ein bisschen Schwund beim Futter ist immer, heißt aktuell bewegen wir täglich zwischen 1,7 und 2 Tonnen Futter, nur um all unsere Neue hier aus abzukriegen. Der Großteil davon ist Blutfutter, Heu und Holz. Das gibt es mehrmals am Tag, immer und immer wieder in kleinen Portionen, auf allen Anlagen, in allen Winkeln verteilt, sodass unsere Tiere den ganzen Tag über beschäftigt sind. Die laufen jeden Winkel ab, die gucken überall, wollen natürlich nichts verpassen. Die wollen die guten Sachen für sich und beim Essen hört die Freundschaft auf, wollen natürlich auch nichts der Familie schenken. Und damit können wir auch die Elefanten hier bei uns im Zoo den ganzen Tag über sie beschäftigen. Ja, wenn die Äpfel gleich alle sind, dann geht es für unsere Elefanten einmal Richtung Sandhaufen. Der wird sich richtig schön besandet. Das ist Hautpflege auf Elefantenart, denn er schützt vor Insekten, vor Sonnenbrand und gleichzeitig die Pilen. Sprich, wenn unsere Elefanten dreckig sind, können wir sagen, denen geht's gut. Und wir können morgen das ganze Prozedere auf einmal zuverlässig wiederholen. Ja, das soll es von meiner Seite auch aus gewesen sein. Wer unsere Jungtiere gleich sehen möchte, muss einfach in unser Haus gehen. Da sind gleich alle Elefanten zusammen. Wer direkt Lust auf die nächste Kommentierung hat, um 15.30 Uhr ist die Fütterung von unseren Menschenaffen.
Ich wünsche noch ganz viel Spaß hier wieder zum Zoo und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Haben die keine Dinge? Ja. 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 Haben